Scheiße! Ist das Ding an? Ja? Gut. Ich weiß nicht, wie du so entkommen konntest, Fischer. Aber weiter kommst du nicht. Du suchst mich? Nimm die Linke. Du hast mich gefunden. Wir zwei. Aber das reicht dann auch. Du wirst mich nicht anfassen. Hast du gehört? Hast du gehört? Der kommt hier nicht raus. Wir finden ihn. Treibt ihn raus. Und dann knallen wir ihn ab. Gut, du mieser kleiner Drecksack. Verschwinde. Ich weiß, dass du im Museum bist, Fischer. Komm raus. Dann werde ich dich erwarten. Okay, wir hören schon, wir werden erwartet und gesucht. Oh, Cobin verspielt es sich, glaube ich, gerade enorm mit uns. Er beleidigt Sarah. Musst du auch mal hochgucken. Glaube, er ist weg. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. So, ich glaube, der Trick mit dem Tod von oben funktioniert nicht wirklich. Wenn die da schon einen Toten liegen sehen, dann schauen die hoch. Wir haben jetzt natürlich wieder zwei Markierungen frei. Allerdings ist das Ganze ja ein bisschen billo. Können wir da... Hier ist es relativ hell. Ich fürchte, hier könnten wir gesehen werden. Cobin will, dass wir dich erledigen, Fischer. Kommt der nah genug, damit wir ihn... Hey! Okay, der hat uns kurz gesehen, aber nicht lange genug, um Verdacht zu schöpfen. Zeig dich, Fischer, oh Mann. Okay, er hat seinen Kumpel entdeckt. Hey! Oh! Oh ja. Sehr schön. Oh, da vorne schlendert noch jemand rum. Da hatten wir aber verdammtes Glück, dass wir keine Kugel in den Rücken bekommen haben. Na, Sammy. Eine gute Flasche Wein. Mach doch mal Pause. Lichtschalter, nee, das Licht ist aus, das Licht kann auch ausbleiben. Kann man hier durch die Tür? Kann man scheinbar, und das werde ich auch mal... Wobei, kommt da gerade jemand? Da kam zumindest jemand auf die Tür zu. Oh, da drin ist es sehr hell. Ich gehe mal wieder auf die Pistole. Cobin, gib mir eine Belohnung. Was zum? So, die Lampe hatte keine Lust mehr. Die hat gekündigt. Kommt der jetzt nachschauen? Ja, kommt er. Das ist schlecht, verdammt schlecht. Komm raus. Kommst du noch ein Stückchen näher? Scheiße, Fischer nimmt den Laden auseinander. Cobin legt uns um. Wir müssen ihn finden. Er muss hier irgendwo sein. Sehr schön. Wir kommen da doch bestimmt über das Rohr weiter. Da ist ein Lichtschalter. Kann ich den? Kann ich. Gut. Manchmal ist das mit dem Anvisieren ein bisschen sehr knifflig. Ihr seht, hier wird uns Springen angezeigt. Und woran genau springen wir? Ach, an diese Dinger. Okay. Darüber kommen wir also aufs Rohr. Und das Rohr, das führt uns das bis da hinten hin. Da steht nämlich gerade jemand so günstig. Sehr schön. Oder auch nicht schön, denn hier ist es hell. So. Huch. Der Schuss ging daneben. Okay. Da sind scheinbar noch zwei Leutchen. Vielleicht gehe ich direkt mal wieder hoch. Oh, scheiße. Dieser Bastard spielt mit uns. Scheiße, Wim. Scheiße.
Ja, so kann's gehen. Und ich glaube, das waren alle. Zumindest höre ich niemanden mehr. Einmal Licht aus. Nein, nicht springen. Licht aus, bitte. Nein! So. Okay. Durch das Meistern von Herausforderungen erhalten sie Punkte, um ihre Waffen... Ja, genau, ihr habt das ja, glaube ich, zwischendrin mal gesehen, als wir jemanden Kopfschuss verpasst haben oder so. Für solche Aktionen gibt es dann die Punkte, über die wir unsere Waffen aufrüsten können. Aber das habe ich ja schon getan. Kurzen Moment. Ein wenig anders hinsetzen. So. Wir sind glücklich mit unseren Waffen. Das heißt, wir ändern hier nichts. Ah, und jetzt sind EMP-Granaten freigeschaltet. Damit können wir elektrische Geräte zeitweilig ausschalten und Gegner betäuben. Die kann man upgraden. Beides habe ich scheinbar schon gemacht. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. So, hübsch, vorsichtig. Ich glaube, wir sind relativ nah dran an unserem Freund Cobin. Huch, da geht's ja wieder raus. Niemand in unserem Rücken? Nee. Aber ich höre einen Heli. Ich sehe ihn aber nicht. So. Aha. Das Geschenk nehme ich doch gerne an. Da kommen wir nicht weiter. Da ist dieses Malteserkreuz im Weg. Glaubst du, dass es hier spukt? Oh. Die beiden stehen eigentlich auch ziemlich günstig. Sollen wir das nutzen? Machen wir es einfach mal. Vielleicht könnten wir auch noch... Nee, ich kann die Lampe nicht anvisieren. Sonst hätte ich die auch noch ausgeschossen. Einfach nur, um die Jungs im Dunkeln liegen zu lassen. Am Regenrohr kommen wir auch nicht weiter hoch. Das heißt, ich gehe eben doch mal hier rein. Hör. Ach, die werden von diesem Oberlicht angestrahlt. Na gut, dagegen kann ich nichts machen. Kann ich denn da hochklettern? Nee, das ist vermutlich zu hoch für unseren neuen Assassin's Creed-Fischer. Ja, Sarah Fisher, der Grabstein. Wie sieht der Plan aus? Ach, wir sollen wohl die Ziele durch die Tür markieren. Bevor dieser Fischer erledigt ist, bis er auftaucht. Haltet ihr das Maul und eure klaren Schuss bereit. Alles klar? Klar, Boss. Maul halten! Ganz ruhig, Boss. Sag mir nicht, dass ich ruhig sein soll. Bereit? Ich bin's nämlich. Ich bin mehr als bereit. Okay, wir sehen, Cobin geht's nicht allzu gut. Ich höre dich. Der dreht am Rad. Ich werde natürlich den Teufel tun, direkt durch die Vordertür zu marschieren. Du, Anton, sieh mal nach. Sieh mal der Tür nach. Wir gehen hier raus. Oh, ich sehe gar nichts. Aha. Komm mal her, du. Da, halt ihn doch! Leg den Keller um!
Wir sehen, durch diese Silhouette wird unsere letzte bekannte Position markiert. Mich kriegst du nicht! Mich! Komm her! Wie gefällt dir das, ha? Der Typ hat scheinbar einen Helm getragen oder eine kugelsichere Mütze. Wow. Okay, wir haben das ganze Hornissennest aufgescheucht. Ich leg dich um, du mieser Hund! Wo auch immer die hinrennen. Okay, die habe ich mal eben kurz weggeschossen. Corbin dreht völlig durch. Durchsuch den Bereich. Kommt da noch jemand? Ja, da kommt noch jemand. Der ist erledigt. Wo immer der Typ da unten hingerannt ist, kann mir ja eigentlich egal sein. Ach, der ist da runtergerannt. Na super, an das Fenster komme ich nicht mehr ran. Es sei denn natürlich... Du, nee, der ist schon weg. Ich hoffe, der ist für ewig weg. So, wie viele sind hier eigentlich noch bei unserem Freund Corbin? Ist der alleine? Fick dich, Fischer! Es sieht so aus, als wäre er alleine. Können wir es wagen, das da reinzugehen? Mein Haus! Wir dürfen... Wir dürfen Corbin natürlich nicht umlegen. Ich muss irgendwie an ihn rankommen. Mich kriegst du nicht! Du hast es nicht drauf! Hörst du? Hörst du? Ich pirsche mich mal vor. Jetzt wäre so eine Möglichkeit... Hallo, Corbin! Okay, wir können mit Corbin nicht unsere Spielchen treiben, solange da noch einer rumrennt. Das heißt, der muss erst weg. Corbin hat dich falsch eingeschätzt, Fischer! Bist ein feiger Hopp! Ich brauche Verstärkung, wiederhole, brauchst du! Okay. Damit hat sich das erledigt. Wie kann ich eigentlich unsere Waffe wegstecken? H, wie Holster? Nee. Na gut, dann bleibt sie draußen und wir reden mal mit Corbin. André Corbin, hast du irgendwas Schlechtes über meine Tochter gesagt? Oh Gott, nein. Ich hab nur Spaß gemacht, Mann. Ich hab's nicht so gemeint. Ich schwör's dir, echt, Mann. Dann mach es wieder gut. Sag mir, weshalb sie sterben musste. Kannst dir nicht sagen. Wirst mich schon umlegen müssen. Ah ja, das läuft wieder so ab. Nein, ich rede auf keinen Fall. Du musst mir erst wehtun, dann sag ich was. Immer diese Machsochisten hier. Vielleicht hier am Flügel, der Herr. Es war nur ein Job. Die haben mir ein Bild gegeben und gesagt, dass sie eine Leiche brauchen. Es war nur ein Job. Ein Die reicht mir nicht. Wer waren deine Auftraggeber? Kann ich nicht sagen. Ich arbeite immer noch für sie. Die würden mich umlegen. Okay, es reicht scheinbar noch nicht. Was wollen wir denn nehmen? Gibt's hier irgendwas Schönes? Die Auswahl ist eher bescheiden, oder? Ist das da hinten ein Fernseher? Schade, da können wir nicht hin. Vielleicht über die Brüstung hier. Der Heli schon wieder. Hey, 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 nicht abhauen. Glaub mir, die sind gerade nicht dein größtes Problem. Du verstehst nicht. Die sind mächtiger als du und mächtiger als ich.
Oh, bitte, der Osterhase ist mächtiger als du. Die haben mich sogar davor gewarnt, dass du kommst. Das Geräusch kennen wir. Waffe runter, Fischer! Waffe runter! Waffe runter. Nur einen Grund, Fischer! Nur einen Grund, dich aufzuregen! Du musst mit ihnen gehen. Ein Dreck will ich tun. Bitte. Dieses eine Mal musst du mir vertrauen. Wenn du mit der Eiskönigin sprichst, Fischer, dann hör auf sie. Ich wette, sie weiß eine Menge Sachen, die dich interessieren könnten. Wieso hat das so lange gedauert? Keine Bewegung! Ja, genau, Fischer! Los, Hände hoch. Langsam! Zentrale, hier ist Ghost Hawk One. Haben den Panzer gesichert und kehren jetzt zur Basis zurück. In Ordnung, Grim. Nur dieses eine Mal. Wenn das eine Falle ist. Du Mieschwein. Bin ich froh, wenn wir Schneewittchen abgeliefert haben. Und Reed erstmal. Hab seine Leute beim Hubschrauber gesehen. Er ist sicher ungeduldig. Colonel, ich habe uns so schnell es ging hergebracht. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln. Nun ja, es gab ja diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Mr. Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass Sie ihm mit Corbin eine Falle gestellt haben. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als Sie ihn auf Ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge Gebirge brachten. Hätten Sie ihn nicht betäubt, hätte er Ihnen den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Er ist wach. Benzin ist teuer. Colonel Prentice, Major Robertson, uns bleibt keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeitplan müssen Ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut. Sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles klar. Ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimster hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuch dran zu denken. Sonst noch was? Sieh zu, dass du anfängst. Ruf an, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Hör zu. Ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed blockiert sämtliche Ermittlungen in diese Richtung. Er pfuscht der Präsidentin rein. Reed bekommt von einer sehr einflussreichen Stelle Rückendeckung. Die Präsidentin kommt nicht weiter. Wir wissen, dass diese Leute was Übles im Schilde führen. Aber wir wissen weder, wann es losgeht, noch was es sein wird. Aha, hilf du ihr doch. Ist doch sicher schön, mal wieder aus dem Büro zu kommen. Lass das, ich brauche dich. Sobald ich was unternehme, fliegt meine Tarnung auf. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kannst tun, was du willst. Nein, ich mach sowas schon lange nicht mehr. Erzähl das den Jungs, die du auf Malta umgelegt hast. Sie müssen glauben, dass du mich angegriffen hast und geflohen bist, sonst bin ich erledigt. Schlag mich. Sorg dafür, dass es echt aussieht, Sam. Grim, nur zur Erinnerung, ich bin raus aus dem Spiel. Bist du nicht. Ein Wort über sie und du warst wieder am Start.
Nur ein Wort über Sarah und du warst gleich wieder mittendrin. Was weißt du über sie? Oho, wir dürfen Grimm schlagen. Sollen wir wirklich? Sie ist übrigens plötzlich rot geworden. Früher war sie blond. Ich weiß, dass sie lebt. Wie ist das für den Anfang? Du lügst. Sie ist tot. Lambert hat es mir gesagt und sein Wort zählt deutlich mehr als deins. Sie lebt und ich weiß, wo sie ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Du lügst. Warum sollte ich dir glauben? Ganz einfach, weil meine Leute sie haben. Wenn du mir hilfst, siehst du sie wieder. Wenn nicht, kann ich nichts für sie tun. Oh, Grimm. Sie spielt da ein gefährliches Spiel. Lüg mich nicht an, ich werde dich töten. Hast du verstanden? Ich werde dich töten. Ach, Sam, ich lüge dich jetzt schon seit Jahren an. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Okay, ich... Okay, das reicht. Gut gemacht. Halt's Maul. Hier. Mein Auto parkt draußen vorm Tor. Ist ein roter T-208. Hab seinen GPS-Chip deaktiviert, damit Third Echelon ihn nicht orten kann. Nimm die Schwanenhalskamera. Sie ist mit diesem Telefon verbunden. Das Signal ist verschlüsselt. Für den Fall, dass du einsam wirst? Damit ich ein Telefonat mit Sarah arrangieren kann, um dir zu beweisen, dass sie am Leben ist und es ihr gut geht. Verschwinde jetzt von hier. Draußen liegt C4. Schnapp's dir, könnte nützlich werden. Melde dich, sobald du's hast. Und was ist mit der Knarre? Ziel damit nicht auf die Falschen. Oh, keine Sorge. Erstmal wissen, wer die Richtigen und wer die Falschen sind.